Oh. Wünsche euch allen nachträglich ein frohes neues Jahr. Hoffe, ihr seid gut reingerutscht. Beim Brause, du bist gut reingerutscht, ne? Ja. Es war ein wenig kalt, aber ansonsten. Ja, ich war ein bisschen erkältet über die Feiertage. Vielleicht hört man das noch ein bisschen. Obwohl es bei uns gar nicht so kalt war. Außerdem habe ich ein neues Mikrofon bekommen. Das heißt, zum einen hoffe ich, dass wir überhaupt Sound haben, gerade dass die Aufnahme klappt. Und zum anderen weiß ich noch gar nicht, wie der Ton ist nachher. Das werden wir dann alles feststellen. Du warst Silvester in Berlin, habe ich munkeln hören. Ja. Wie gesagt, es war ein wenig kalt, weil wir, als hier noch so plus 8 Grad war oder wärmer, war es in Berlin dann plus 10 Grad. Mhm. Das merkte man dann doch, ne? Da machte auch das Stehen und Feuerwerk gucken gar nicht so den richtigen Spaß. Und hast du gerade also gesagt, plus 10 Grad, weil das wäre ja noch wärmer als 8 Grad. Plus 10 Grad. Auf jeden Fall war es da ordentlich kalt. Im Vergleich. Also jetzt nicht. Ich hatte so das Gefühl, das Feuerwerk friert fest an der Luft. Aber wie gesagt, da wir mitten in Berlin waren, das heißt also nicht irgendwo auf irgendeinem berühmten Platz, sondern Pankow. Also nicht irgendwie Brandenburger Tor oder so und. Nein. Wir waren in Pankow bei und die Schwester. Und, fangen wir schon mal an hier mit Pullen. Ey, da kommt ein Strolch. Ja, den hab ich gerade herbeigerufen. Ach so. Ich dachte mir, wir sind jetzt schon fast durchgebufft, da fange ich schon mal einfach an. Jetzt erinnere ich mich auch wieder, wo wir hier sind. Gerade ein bisschen am Rätseln. Irgendwo in der Pampa stehen wir hier, aber nee, das war diese eine Stelle. Ja, die eine, ihr wisst schon. Nicht die andere da, sondern die eine. Na, die eine. Wir können ja mal den einen oder anderen fragen, ob der auch zu uns kommen will, mit uns spielen will. Ja, frag mal ruhig ein. Ja, ich sag mal, ich habe ja kein Feuerwerk gemacht, ne? Das war mir dann doch. Es gab genug andere, die das für dich übernommen haben. Ja, obwohl man da also im Prinzip vielleicht vom Feuerwerk hätte man hier in Bechtgraben mehr sehen können. Ja, weil in den Häuserschluchten siehst du nicht, was hier. Was in der Gegend passiert, ne? Ja, aber da bei euch ist auch so eine kleine Häuserschlucht. Jetzt vielleicht nicht vergleichbar mit Berlin, aber. Ah, war doch. Ist jetzt nicht so, aber dass da der freie Acker wäre. Ein Schlüchtchen, ne? Ja, will denn hier keiner mitspielen, oder? Wollen sie alle nicht. Da oben. Anhorchen, ja, da kommt, glaube ich. Der. Ich gerade gewundert, warum habe ich so wenig Geld? Ist mir wieder eingefallen, wir waren ja einkaufen. Wir haben auch gar nicht geguckt. Ich mache mal eben Realm. Guck mal eben. Wir haben Darkness Falls offen, Brause. Wir haben Darkness Falls offen. Ja, vielleicht sollten wir da hinschreiben. Ja, sollen. Ich glaube, denn da ist der Bonus. Ne, der ist deutlich größer. Ja, hier gibt es einen 4 Millionen Bonus jetzt. Und da drin hätte es wahrscheinlich so einen 20 Millionen Bonus gegeben. Ja, dann renn los. Dann mache ich hier den Speed an. Kurz in welche Himmelsrichtung? Irgendwo Süden. Süden ist da hinten. Du hängst dran, ne? Ja, gut. Dran, drauf und drüber. So. Ja, aber sonst war es eben ganz. War ja so eine Verwandtenbesuchstour, ne? Hm. Habt ihr denn, seid ihr gut mit denen zurechtgekommen, alles? Ja, alles top, überall freundlichst empfangen, bewirtet worden, also. Alles so sehr schön. Ramonas Schwester hatte auch für uns Fremdenwohnung, also Fremdenzimmer, nein, nicht Fremdenzimmer, Ferienwohnung gemietet. Für die 4 Tage. Ach, schau an, da hatte der richtig, noch brauchte also euch. Nicht irgendwo auf Matratzen zusammenrutschen, wir waren gut untergebracht. War schon.
So alle zusammen aufs Sofa, ne? Dann ist doch ein bisschen eng. Ja. Sag mal, wir sind auch ein bisschen durch Berlin geschlendert, aber auch nur. Es war einfach zu kalt. Ja, hier war es einfach zu warm, ist immer noch zu warm. Wir hatten ja jetzt die letzten Tage so ein zweigeteiltes Wetter, dass der Nordosten kalt und schneeig ist und der Südwesten eher so mild und regnerisch. Ja, wir sind ja quasi hier, weiß ich nicht, 20 Kilometer von dieser Grenze entfernt. Das heißt, die da hinten, die haben alle jetzt Schnee gehabt und Eis und hurra, der Winter war endlich da. Und hier ist alles grau gewesen und Regen und Wolken und noch mehr Regen und 8 Grad oder so. Also so richtig schönes Novemberwetter hatten wir jetzt hier. Da kam so richtig Weihnachts- und Winterfreude auf die ganze Zeit. Ja gut, ich meine, in Bezug auf Weihnachten ist mir das eigentlich vollkommen schnuddelegal. Ne? Ja, weil ich bin schon ein Freund von weißer Weihnacht. Eigentlich Weihnachten nichts mit Weiß zu tun hat, ne? Weil da, wo das Drama sich damals abgespielt hat, ne, das war ja dann wohl. Hat der dich getroffen? Auch mehr im Süden, ne? Die hatten auch keinen Schnee. Ja, meine Weihnachtsfeier hat mit Ereignissen, die angeblich vor, ich sag mal, um die 2000 Jahre und definitiv nicht im Winter stattgefunden haben, auch nicht viel zu tun. Ja, deshalb. Wir müssen jetzt hier rüber, ne? So, nach hier müssen wir. Ich bin schon zu weit. Bethlehem war es ja sicher auch ein bisschen wärmer als. Ja, aber mein Weihnachten hat relativ wenig mit Bethlehem zu tun. Das ist mehr so die klassische traditionelle Weihnachtsmusik, die geht so ein bisschen in die Richtung. Aber ansonsten Weihnachtsbaum, Geschenke, Familie sehen, blablabla und tralala, das ist ja alles eher so was anderes. Müsste man hier den Knopf drücken? Ne, das ging von alleine. Ich vergesse das immer. Die Außen muss man drücken und die drinnen geht von alleine. Außer wenn man hier durchgeht, dann ist es andersrum. Naja, jedenfalls verging dann so die Zeit. Waren einmal im Wachsfigurenkabinett von Madame Tussauds. Aber das war im Prinzip auch nicht mehr so, wie ich das, sagen wir mal, vor. Wann war ich mal da? Vor 30 Jahren oder sowas? Ich war noch nie war da. Erzähl ruhig, wie es vor 30 Jahren war und dann, wie es heute ist. Weil ich kann ja. Ja, das. Was weiß ich, das war mit Folterkammer und. Na, und heutzutage waren eigentlich nur Schauspieler so, und zwei, drei Politiker, ne? Wieder waren Schauspieler. Ja, Schauspieler. Ja, und, Schauspieler und damals, Sänger. Das war eine echte Folterkammer und heute haben sie noch Schauspieler, oder wie? Ja. Das ist ja eine dramatische Entwicklung. Hab ich das gut und heißen wie gesagt, kann? Musiker, Helene Fischer, weiß nicht, aber das ist nicht so gerade der Grund oder das, was ich mir dann so, ne? Ja, da haben sie natürlich jetzt so, nehme ich mal an, Leute, die der Durchschnittsmensch heutzutage kennt. Also sogenannte Celebrities oder Promis, sagt man ja. Ja. Also Leute, die wir nicht so kennen, weil ja. Die machen ja bei dieser Promi-Geschichte nicht so richtig mit. Ja. Hatten sie noch Heinrich den Achten, wie er gerade dabei war, seine siebte Frau zu köpfen und so, ne? Ja, das ist doch klassisch. Das ist doch klassisch, oder nicht? Ja, das war dann so früher. Aber, naja, was soll's. So, jetzt müsste ich dich, glaube ich, nochmal wieder durchmuffen, ne? Leider ja. Ja, das macht mir ja nichts. Wenn ich weh, kostet ja kein Geld. Dauert halt einen Moment, denn da stehen wir, stehen wir hier dumm rum. Ich habe die ganze Zeit irgendwie die Nase dicht und habe aber jetzt für das Mikro keine Möglichkeit, es zu muten. Ich kann mir nicht heimlich mal schnell eben die Nase schnauben. Das ist ein bisschen doof. Aber genug von derlei Themen. Bin ja schon fast durchgebufft.
Das ging ja ratzfatz. Wo gehen wir hin? Gehen wir zu derselben Stelle, an der wir vor ein paar Wochen schon mal standen und so ein Erfolgserlebnis hatten. Ohne Ton übrigens. Und ich hoffe, das ist jetzt kein Vorzeichen für das, was wir hier machen. Ich hoffe, die Aufnahmen... Ich habe vorher im Dextery, habe ich die Einstellung nochmal alle überprüft mit dem neuen Mikrofon. Ja, da wo wir... Ich habe keine Probeaufnahme gemacht. Das heißt, hoffen und bangen. Ich bin nämlich spät dran. Wir wollten eigentlich schon eine Viertelstunde eher anfangen, aber ich habe es nicht früher hinbekommen. Und habe deswegen jetzt ganz schnell alles gestartet, aufgebaut hier und gestartet. Was ist das denn eigentlich für ein Kerlchen? Oh, der ist ein bisschen über uns. Das ist ein, wo ist denn mein Hu? Da, Level 50er. Die sitzen hier alle hoffentlich nicht, weil es unten gefährlich ist, sondern weil sie einfach nichts Besseres zu tun haben. Sind wir trotzdem so ein bisschen zickzack. Irgendwelchen bösen Assassinen nicht direkt ins Messer zu laufen. Aber hier sind noch alle am Leben. Das werde ich mal als gutes Zeichen, weil viele Schleicher sich ja auch nichts daraus... ich meine, die haben keine Hemmung, Graue zu töten. Das heißt, wenn wir hier Graue sehen, ist das vielleicht ein Hinweis, dass es einigermaßen sicher ist. Ja. Der hat jetzt das gleiche Problem, was wir immer haben. Das ist für uns in diesem Fall aber eine Lösung, weil er pullt alle Mobs und wir haben freie Bahn. Brauchst du bis hinter mir, ne? Ja, aber ich habe einige böse... Ja, ich weiß nicht, ob die dir folgen oder... Ja, guck mal, die hören gleich auf. Die gehen schon wieder nach Hause. Komm, wir gehen direkt weiter. So, so, so. Da hüpfen so ein paar vor uns her, ne? Ach, die hüpfen immer. Genau, dem Runo war rennen die hinterher. Unsere eigenen Ads sind wir losgeworden. Ich laufe mal mittig, aber vielleicht kriegen wir doch welche mit. Die können wir dann hier wieder killen, weil die sind ja zumindest schon ein bisschen farbig. Also die bringen dann auch zumindest ein bisschen Erfahrungspunkte. So, dann hau ich mal den blauen weg. Ja, was macht der da? Hat der da Schwierigkeiten? Guck mal, ob der Heilung braucht oder so. Das ist so ein Grauer, mit dem müsste doch eigentlich zurechtkommen. Ja, das erledigt. Alles klar, der killt den jetzt. Spannt da seinen Bogen und schießt ihn an. Ja, das... Der macht sogar noch einen Salto und schon. Hat der da voll unter Kontrolle. So, dann wechsle ich mal jetzt hier langsam auf Damage und Combat. Any Room fragt. Ja, wollen wir den mitnehmen, Brause? Ja, wir haben gerade angefangen, da können wir ruhig mitnehmen. Klar, hier, Invite, Rune, Oba. Zack. No Player. Habe ich es falsch geschrieben? Invite. Wie heißt der denn? Rune? Roba. Ach so, Rune Roba. Rune Roba. Soll ich ihn mal buffen oder soll, oder hat er... Ja, ja, du solltest den buffen und zwar solltest du ihm geben Greater Evasion auf jeden Fall und Mercs Enlightenment. Ja, dann finde ich sowieso nicht. Ist bin einmal durch, da kann er wegmachen, was er... Habe ich schon wieder vergessen. Moin. Starte Drinker Group? Nee, danke, wir sind nicht dran. No. We just play a little bit and then we leave. Das hat er jetzt natürlich nicht mitgekriegt, aber... Also, du strahlst natürlich mehr Kompetenz aus, wenn du ihm die richtigen Buffs gibst und nicht einfach so irgendein Unsinn. Auf jeden Fall die Gruppenbuffs kriegt er alle. Ist ja auch egal, so komm, ich pull hier schon mal irgendwas. Wir sind zu dritt, das kann glaube ich heißen, dass da ab und zu mal zwei jetzt kommen. Was ist er denn für ein... Das ist ein Runenmeister.
Also auch mehr so auf Heilen spezialisiert? Nein, nein, der schmeißt Bolzen und macht Aua. Wenn du dich erinnerst, du hattest mal einen, der nannte sich, glaube ich, Rivalix oder sowas. Das ist im Prinzip die Rivalix-Version aus Midgard. Also. Ich guck mal, ob ich hier irgendwie vorbeikomme oder ob da. Ne, da kommen Heads. Also, hauen wir so rum. Kabumm, sehr schön. Ist er schon tot. Weiß nicht, er braucht ja im Prinzip gar keinen Mana für auspacken. Das schaffen wir alle so. Wann die aggressiv? Ich weiß gar nicht mehr. Neutral. Ja, den können wir. Das hat die letzte Mal schon, dass ich davon ausgegangen wäre, die wären aggro. Oh, oh, oh. Komm her, komm her, komm her. Zack. So. Du musst ihn ein bisschen, wenn es in den Kampf geht, gucken, ob er angegriffen wird, weil er trägt nur Stoffrüstung, ne? Das heißt, der ist so ein bisschen empfindlich, wenn er mal gehauen wird. Das steckt ja nicht so gut weg. So, was ist denn sinnvoller? Ist das sinnvoller, außen rum zu gehen? Ja, ich denke mal, das ist sinnvoller, außen rum zu gehen. So, ich... egal, jetzt haben wir zwei... Aber wir sind krasse Helden, das heißt, das macht uns überhaupt nichts. So, dann macht er jetzt, schmeißt er seinen AE rauf. Das ist, ja, gut, da die blau sind, ist das okay. Sonst ist mir das ein bisschen gefährlich. Jo. Hier kommen wir gut durch. Jetzt, hier fängt das an mit gelben. Da stehen auch welche. Hinter mir kommt auch einer, ja? Hinter der, da kommt ein ganzer Haufen. Warte mal, den einen da, den leg ich mal. So, super. Hat mit dem Schlafenlegen zwar nicht geklappt, aber ansonsten haben wir ja alles hier unter Kontrolle. Sehr schön. Irgendwo war hier doch noch ein Dritter. Ist der schon tot? Hab da schon gekillt. Ne, super. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt, wenn wir noch höher gehen, ob wir da noch interessantere, bessere Gegner finden oder nicht. Weil ich glaube, hier standen wir das letzte Mal und haben fröhlich gelevelt. Guck mal hier, jetzt die XP, ne? 35 Millionen und dann 20 Millionen nochmal Bonus drauf. Also das ist hier, das sind gleich ganz andere Kaliber. Was hat der eigentlich für ein Level? Er ist Level 40. Ja, komm. Holen wir erstmal hier ein bisschen Rumbrause. Komm hier. Ach, du holst auch einen. Ja, wir haben denselben, also. Wir haben den gleichen. Also alles super. Solange unser Freund hier Mana hat, machen wir auch ordentlich Schaden. Ansonsten können wir gleich mal gucken, ob wir da oben mehr Glück haben. Wir können sogar gucken, da wir jetzt zu dritt sind, ob wir es nicht vielleicht versuchen sollten, nochmal den Letchos Gress anzugehen. Aber ich möchte den armen Runober jetzt auch nicht sinnlos in Gefahr bringen. Aber ich will trotzdem wissen, ob die nicht noch etwas höher werden da oben. Lass uns mal ein Stückchen weitergehen. Vielleicht werden die da Ora oder so. Oder waren die nicht die Rokots? Oder irre ich mich? Genau. Ja, das sieht doch gleich viel besser aus. Pass mal auf. Lass uns mal hier unser Lager aufschlagen. Und lass uns mal Rokots machen. Und dann hole ich mal den ersten. Genau, hol mal einen. Wenn es weiterkommt, versuche ich den erstmal mit Metz stillzulegen. Es war nur gelb, aber... Ja, der ist vielleicht etwas höher gelb, beziehungsweise da die Nachbarn, die sind zum Teil auf jeden Fall Ora. Boom. Super.
kommen anscheinend auch einzeln. Zwei Oras schaffen wir auf jeden Fall auch. Also Ora. Alles nicht das Thema. Die sterben natürlich auch im Verhältnis viel schneller, wenn er so ein Runi noch drauf castet. Er muss ein bisschen sein Mana haushalten vielleicht, aber im Moment alles ohne Probleme. Hast du ihm diesen Gehirnbuff eigentlich gegeben? Bitte? Diesen Gehirnbuff, diesen Schädel, den man da... Hat er den auch? Ich meine, ich hätte ihm alle gegeben, die ich habe. Ja, dann hat er den. Aber ich glaube, den Schädel habe ich gar nicht zurzeit. Den hast du gar nicht, den musst du haben, den hast du nicht auf der Leiste vielleicht. Aber ist auch egal. Klappt ja. Mit diesen anderen hier, denn naja, ich kann ja mal einen Schritt hier rüberkommen. Welcher ist denn der nächste? Der glaube ich hier. Ja, denk dran, dass hier hinter der Wand links, da steht auch noch mal so eine ganze Rotte. Oh, jetzt da sind sie zu zweit. Pass auf, den zweiten, den lege ich still. Den kannst du dann festwurzeln. Super. Perfekt, genau. Heil mal kurz hoch. Dann erlöse ich den mal aus seinem Wurzelwerk. Nice. So, er muss sich jetzt hinsetzen. Er hat ein bisschen mehr Mana verbraucht. Wenn jetzt der nächste einzeln kommt, dann hauen wir den vielleicht einfach mal so runter. Du hast auch ein bisschen Mana verbraucht. Ansonsten, wenn es zu riskant wird, dann kannst du auch da drüben von den gelben... Ja, den kriege ich, den letzten kriege ich auch nicht. Ja, dann du könntest gucken, ob du die links stehenden kriegst. Da darfst du halt nur nicht so nah rangehen, sonst kommt gleich so eine ganze Bande. Auch von der anderen Seite. Ja. I can debuff pull if you want, sagt er. Ach, Brause hat das alles unter Kontrolle. Brause has it all under control. Ach, übertreib's nicht, das glaubt er wirklich. Einer. Ach Mist, da hab ich. Zack, wunderbar. Kommt die XP angeflogen, wie so ein Ding, was schnell angeflogen kommt. Golfball. Jetzt kommen wahrscheinlich wieder zwei. Ja, das könnte sein. Aber beim letzten Mal auch. Ich weiß nicht, ob das so ein Muster ist oder ob das einfach kompletter Zufall ist. Da kommt nur einer und ein gelber. Abgefangen. Da umgefallen als. Ja, das macht schon Unterschied aus, wenn man Caster dabei hat, der ordentlich Damage machen kann. Wieder nur einer. Allerdings auch nur ein gelber. Nee. Ist er gelb, dann kommt er noch allein. Heilen für. Ja, du hast gar nichts mehr zu tun, außer pullen natürlich.
Hier direkt an der Ecke steht noch einer, sehe ich. Ja, der ist schon wieder. Den erwischst du wahrscheinlich, wenn du einfach an der Wand dich da in die Ecke stellst, dann kommt er schon durch die Wand gebackt. $40 Millionen, 24 Bonuszusatz. Da draußen hatten wir irgend sowas wie 20 Millionen und 5 Millionen Zusatz. Also das ist kein Vergleich. Wer läuft denn hier vorbei? Na, uns kalt, ne? Jetzt kommen zwei. Jetzt kommen zwei. Ein Ora, ein Gilbert. Ja, der eine ist da. Den oben mal festbinden. Ja, ich glaube, da lohnt sich noch nicht mal, weil der eine ist so schnell tot. Aber grundsätzlich ist das natürlich die richtige Idee. Nice. Droppen die hier irgendwas Interessantes? Warme, butterartige Flüssigkeit. Ja, das ist wahrscheinlich das Butterbier aus der Welt von Harry Potter. Ein Nachtschatten in Darkness Falls. Das sind schlechte Neuigkeiten. Schatten ist von einer anderen Fraktion? Ja, das ist von den Hips. Vielleicht ist es auch ein Ranger, ein Waldläufer. Ich meine, wir hatten beim letzten Mal, hatten wir ja mit so einem Scout einigermaßen Glück. Den haben wir ja gelegt. Ja. Ach, Entschuldigung, Leute. Also, es sind noch so ein bisschen die Nachwirkungen. Je nachdem, wen er zuerst angeht, je nachdem, wie das ein Legastheniker-mäßig ich drauf bin, können wir den vielleicht auch erlegen. Wenn er es denn wagt. Wenn er natürlich, ich sag mal, dich sofort wegsnipert, wird schon schwieriger. Okay, die kommt alleine. So Rohkost ist natürlich auch nicht jedermanns Sache. Ich knabber aber auch mal gerne eine frische Möhre, aber so allgemein mag ich sie dann doch lieber gar. Weil die heißen Rohkost, also Rohkost, also egal, Brause ist egal. Ignoriere einfach, was ich sage. Zwei. Zwei, alles klar. Eins, zwei. So, das hat gut funktioniert. Eigentlich nicht, weil Tastenlegastheniker. So, guck, den brauchst du gar nicht festwurzeln. Kann ich aber. Na, bleib mal hier von unseren Castern weg. So. Es kommt davon, wenn man den Seitensteil macht statt den Town, dann verliere ich sofort die Aggro. Ich muss jetzt hier auch ein bisschen klicken, weil ich sehe, mit dem neuen Mikro sehe ich meine linke Hand nicht. Und alles, was sie da tut. Genau. Ich traue meiner ganzen Konstruktion noch nicht mit dem Stativ und dem Mikro und so weiter. Einer Ohr. Einer Ohr.
Oh, ich sehe gerade, es wird Zeit, einen kleinen Cut zu machen. Wenn er tot ist, dann ist das soweit. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, Cut.